Ja, hallo, guten Morgen zusammen. Hier ist wieder Lars von Go for Fish und heute geht es mal um das Thema Bellyboot. Ich bin schon sehr lange überlegen, ob ich mir irgendwann mal ein Boot kaufe, ein Schlauchboot, ein normales Boot oder ein Bellyboot, dann wieder was für ein Boot, mit dem Aluboden, mit dem Luftboden, ganz verschiedene Arten und bin dann aber auf die Bellyboote gestoßen. Man ist direkt am Wasser, eigentlich im Element sozusagen. Es macht wahnsinnig Spaß, vom Belly zu fischen. Und deshalb habe ich mich intensiv nach dem Belly umgeschaut. Und hier geht mein Dank ein bisschen an Hecht und Barsch, an die Jungs von Hecht und Barsch, die mir sehr in der Beratung geholfen haben. Und von denen habe ich mir jetzt das Seven Bass Junior zugelegt. Ein bisschen anderes Bellyboot. Ich habe mir auch angeguckt das Zec. Das war in der engeren Auswahl auch ein super cooles Boot. Und auch das Savage Gear High Rider finde ich mega cooles Boot. Aber ich wollte ein bisschen was Robusteres haben, ein bisschen was Stabileres und bin dann auf das Seven Bass Junior gestoßen. Hier muss ich noch sagen, ich bin nicht gesponsert, weder von den Jungs von Hecht und Barsch noch von Seven Bass. Das ist einfach mein Ding, ist alles auf meinem Mist gewachsen. Und heute will ich euch das Boot ein bisschen vorstellen. Ich werde es auspacken. Ich habe schon ausgepackt, weil es kein typisches Unboxing-Video werden soll. Ich werde euch erzählen, was in der Verpackung drin ist. Das ist nämlich nicht ganz ersichtlich, wenn man das Boot kauft. Und die nächsten Wochen werde ich euch noch ein bisschen mehr über das Boot berichten. Aber jetzt seht selbst, was drin ist. Ja, wenn euch mein Kanal gefällt, wäre ich sehr froh, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Danke. Ja, jetzt sitze ich daneben. Das ist alles, was dabei ist. Außer eine Sache, die ist Sonderzubehör. Ich habe mir noch eine etwas andere Tasche dazu bestellt von Seven Bass. Das ist diese hier, die gehört nicht zum Standardlieferumfang. Ich habe mir die geholt, weil die drei Unterteilungen hat und hier vorne ein Netz. Das finde ich ganz praktisch. Hier unten mit Klettverschluss und einem Sicherheitskarabiner. Aber die ist nicht im Originallieferumfang dabei. Alles andere, was hier liegt, ist dabei. Und was bei mir die große Frage war, klar, als allererstes ist dabei das Boot. Man sieht, es ist schon schwerer wie ein normales Bellyboot, aber man kann es noch gut tragen. Also der Korpus. Dann sind dabei zwei solche Taschen. Das ist nicht ersichtlich aus dem Verpackungsinhalt, wenn man bestellt. Die sind dabei, das finde ich super. Hier drin ist noch ein bisschen Zubehörteil, da komme ich gleich dazu. Hier ist die große Transporttasche. Da braucht man, glaube ich, nicht viel dazu erklären. Die ist auch sehr robust und fest. Hier ist der Sitz. Da bin ich mal gespannt drauf. Es gibt nämlich auch noch andere Sitze, aufblasbar mit verschiedenen Komfortsitzen. Die kosten natürlich auch wieder einen Haufen Geld, aber ich finde die ganz gut. Da bin ich auch mal gespannt, wie wir das nachher montieren und wie bequem der ist, wenn wir auf dem Wasser sind. Dann ist dabei ein Flickset. Hoffentlich brauchen wir das nicht so schnell. Hier ist noch die Motorhalterung, falls man einen E-Motor hinmachen will. Das kommt für mich jetzt nicht so in Frage, weil wir bei uns an den Seen eher weniger mit E-Motor fahren dürfen. Dann ist dabei das Ruder. Klar, das kennt jeder, Steckruder aus Alu. Die Pumpe ist mit dabei, mit dem Schlauch, der dazugehört. Und hier oben habe ich sogar die Anzeige für wie viel Bar. Und in der Tasche ist noch Zubehör dabei. Da ist dann zum Beispiel das Schwert, das unten eingeführt werden kann, dass man schönen gerade Auslauf hat. Dann sind dabei die Halterung für verschiedene Anbauteile von Seven Bass. Da komme ich aber nachher dazu, weil ich habe Teile von Railblazer, wie die meisten, weil es einfach ein super flexibles und sehr, sehr geiles System ist. Und da werden wir nachher mal gucken, ob das auf die Standardplatten von dem Boot passen. Und jetzt werden wir mal gucken, wie lange wir brauchen, um das aufzupumpen. Also seid gespannt. So, hier sieht man jetzt einen von den Sicherheitsventilen. Da hat er drei Stück davon. Ich bin mal gespannt. Das ist der Anschluss von der Pumpe. Ich habe es noch nie gemacht. Ah, und schon verriegelt. Perfekt. Also wie gesagt, davon hat er drei Stück. Und jetzt gucken wir mal, wie lange wir brauchen, um es aufzupumpen.
So, das erste Problem ist aufgetreten, er lässt sofort wieder die Luft raus. Aber vielleicht mache ich auch einen Fehler. Hier steht drauf 0,25 Bar maximal hier drauf. Und bei dem steht drauf 1 Bar für den Hauptkörper. Also hier 0,2 in den Nebenkammern, in der Hauptkammer 1 Bar. Aber jetzt gucke ich mir kurz das Problem an. Okay. War kein Problem, da waren nur die Penöpel ein bisschen verdreht. Die haben nicht richtig verschlossen. So, hier haben wir jetzt die Rutenhalterung. Das Ruder ist ganz normal zum Stecken, wie man das kennt. Die Rutenhalterung ist auch selbsterklärend im Prinzip. Einfach hier durchfädeln, Sicherheitsverschluss drauf, vorsichtig natürlich. So. So. Okay, und dann ist es fertig. Und wenn man das Ruder nicht braucht, dann kann man die Ruder nach vorne drehen. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd gemacht. Kann man die Ruder nach vorne drehen. Vorsicht, Stativ, und kann die hier einhängen, ganz normal, wie man das kennt. Und deshalb die Ruderspitzen nach Fahrtrichtung zeigen, dass man sie beim Tragen wahrscheinlich nicht abbricht. Macht Sinn. So, auch beim Sitz selbsterklärend. Es wird hier aufgelegt, hochgeklappt. Dann habe ich je pro Seite 2 Karabiner. Die werden hier eingehängt. Einmal. Zweimal und auf der anderen, auf der hinteren Seite genauso. Dann habe ich hier nochmal und hier nochmal. So, und dann braucht man das Ganze hier nur noch festziehen, so wie man das haben will, von der Neigung her. So. Und dann ist das fertig. Perfekt. Und hier hat er nochmal so eine Anti-Rutschmatte unten drunter, dass der Sitz wahrscheinlich nicht verrutscht. Wobei ich glaube, wenn der an 4 Seiten arretiert ist, ist der super fest, auf jeden Fall. Dann mit dabei die Taschen, da kann ich auch mehrere hinmachen oder längere oder wie auch immer. Ich denke, die werden ganz normal mit dem Klettband festgemacht und mit den Gummizügen kann ich sie dann irgendwo einrasten lassen. Also das heißt einfach nur drauf. Und wahrscheinlich hier den Gummizug durch, oder ich würde wahrscheinlich eher die Variante wählen, aus Sicherheitsgründen hier einen einzuhaken. Also ist auch relativ stimmig, sogar sehr große Fläche, muss man sagen. Da passt noch mehr drauf. Auf der anderen Seite genau das Gleiche. Das ist super. Ja, was habe ich? Ich habe hier quasi noch die Halterung für den E-Motorhalter, den baue ich aber nicht an. Wie gesagt, ich brauche ihn erstmal nicht. Dann habe ich 1, 2, 3 Halterungen für Rutenhalter, Echolot, GoPro-Halter, was man so braucht. Das muss jeder ein bisschen für sich selber entscheiden, was er da macht. Das werde ich mir anschauen. Wie gesagt, ich habe Adaptionen von Railblazer. Ich bin gespannt, ob sie passen und das werde ich jetzt gleich ausprobieren. Also so sieht so ein Klebepad aus. Im Original 3 Stück sind drauf und hier würde jetzt die Rutenhalterung oder fürs Echolot drauf kommen. Und wie gesagt, ich habe Railblazer und ich bin gespannt, ob die jetzt passen. Eine Mulde hat er, die 4 Löcher hat er. Wenn ich das jetzt aufsetze, passt genau. Die Bohrungen passen auch. Das heißt, kann man es anschrauben. Jawohl, es greift. Perfekt. Ja, super. Okay, also man kann sie anschrauben und dann kann ich mit dem gewohnten Klicksystem von Railblazer meine Rutenhalter draufbauen oder mein Echolothalter. Sieht jetzt zwischendurch ein bisschen komisch aus, dass hier noch Schrauben frei sind, aber ich finde es jetzt gar nicht schlecht, weil hier kann ich mir jetzt eventuell eine Adaptationsplatte bauen und vielleicht noch mehr hinbauen und nach vorne auch. Das finde ich jetzt zum Beispiel ganz gut. Da werde ich mir was einfallen lassen, aber dazu
Dann noch mehr. Ja, gut. Von diesen Platten, Originalplatten, habe ich 3 Stück. Routenhalter, Echolot und vielleicht eine GoPro. Wer mehr Routenhalter braucht, kann natürlich die GoPro weglassen, noch einen Routenhalter hinmachen. Oder es gibt im Zubehörhandel auch noch mehr Halterungen. Ja, dann schauen wir uns noch das Schwert an und dann sind wir schon durch. So, das ist die Unterseite vom Boot. Hier habe ich jetzt meinen Schwerthalter sozusagen für meine Finnen. Hier habe ich 2 kleine Hilfsfinnen. Die Finne wird einfach, oder das Schwert wird einfach eingeschoben. Da sollte ein bisschen Vaseline helfen. Dann habe ich hier einen Sicherheitsclip einschieben, verriegelt, fertig. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gewundert, ob die nicht falsch rum sind. Die sind jetzt so, dass ich vorwärts ruder, also ins Sichtfeld. Und eigentlich rudert man auch oft rückwärts. Aber so macht es eigentlich Sinn, weil man so in seine Sicht reinfährt und nicht andersrum. Hier gibt es natürlich auch noch einen E-Motor dazu, den man hier auch einklippen kann. Super Gerät. Dann braucht man den Halter oben nicht. Aber wie gesagt, das ist für mich im Augenblick kein Thema. Super. Perfekt. Rausmachen geht wieder genauso. Einfach rausziehen, losmachen, fertig. Ja, so insgesamt bis jetzt ist das doch eine ganz stimmige Sache. Das Boot ist auch nicht mega schwer. Man kann das gut tragen, sicher auch noch mit Equipment. Es ist sehr hart. Ich habe es jetzt noch nicht ganz voll aufgepumpt, weil ich das Sicht das noch ein bisschen entfalten lassen will. Aber das macht einen sehr robusten und stabilen Eindruck. Ja, und in der nächsten Folge mit Go for Fish werde ich euch das mal am Wasser zeigen, wie es funktioniert, wie ich es aufgebaut habe, mit welchem Equipment ich es fahre. Es kommt noch eine Serie übers Echolot und welche Warthose und so Geschichten. Und dann werde ich euch mal ein bisschen aus meinen Erfahrungen mit dem Boot berichten. Ja, wenn euch mein Kanal gefällt, wäre ich froh, wenn ihr ihn abonnieren würdet. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!